Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends Top Lane mit Aatrox. Und wir spielen gegen Wukong. Ja, wie ihr seht, ich habe nochmal umgestellt. Ist ja immer noch am Rumprobieren, wie alles so klappt und so. Ich glaube, ich habe sogar jetzt eine falsche mit. Scheiße. War ich das richtige mit? Werden wir sehen. Oder hatte ich das nicht umgestellt? Naja. Wir werden sehen, wie es läuft. Ja, wir sind bei Aatrox noch. Danach, also ich gehe nach dem Champion Select Top Lane. Das heißt, danach würde schon Nakali kommen. Och, mal gucken, wie das wird. Aber wir haben ja erstmal noch ein bisschen mit Aatrox. Denk mal, das Game wird. Och, ach du Scheiße. Das Game wird ein bisschen schwieriger. Weil Wukong ist eigentlich einer meiner Counter. Und da muss ich so ein bisschen sehen, wie das so funktioniert. Ob ich da ein bisschen Helm gehen kann oder nicht. Ein bisschen defensiv spiele. Wird wahrscheinlich trotzdem als erstes, wie ist das, Klinge der Unendlichkeit bauen. Und danach mal gucken, ob ich ein bisschen tanky gehe. Weil wir haben eigentlich keinen Tank. Deswegen werde ich mal gucken, vielleicht baue ich mir auch einfach. Obwohl Klinge der Unendlichkeit ist halt schon gut auf Aatrox. Vielleicht baue ich mir auch irgendwas anderes. Vielleicht baue ich mir auch einen Black Cleaver und also das Gegnerteam ist doch scheiße. So mit Kassadin, Ezreal im Jungle, oh Gott. Der wird mich oft ganken kommen. Ezreal ist ja so ein. Ich hoffe, der Ezreal spielt ein bisschen schlechter als. Wir haben halt einen Kane. Das ist halt gut. Dadurch haben wir gute Pressure auf das Team. Auf das Gegnerteam. Der Kane kann einfach mal, wenn er gut spielt. Ich hoffe auch, der Kane geht auf die Tank-Variante. Werden wir mal sehen, wie das funktioniert hier. Überwindet eure Schwäche. Schnell mal einfach das. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ich bin immerwährend. Ich hab dann halt auch wie der gar Krieg. Nicht, ja. Muss mal gucken, wie der heißt. Okay, der Wunsch. Die Vasallen sind erschienen. Schmerz geht vorüber. Sieg wird ewig. Ah, gucken wir mal her. Also, ich habe fokussierter Angriff mit. Krieg enthüllt, was wir haben in das. Steckt. Es wird keine Zuflucht geben. Muss ein bisschen stärker auf ihn drauf gehen, einfach weil ich gerade auf den Level 2 Power Spike bekomme. Da kann ich ein bisschen stärker drauf gehen. Lasst Furcht. So, ja komm, ich wollte schon sagen.
kann es ganz geschmeidig. Top-Lane von der Mitte wurde einfach abgeholt. Ja, kann man wenig machen. Du musst halt jetzt tatsächlich einfach gegen den Warden. Also ohne Warding kommst du halt überhaupt nicht zurecht. Zögern bedeutet Tod. Dann wird die ganze Sache schon ein bisschen schwieriger gewesen, ja? Gegnerische Doppeltötung. Macht aber auch Damage, ey. Holy shit. Ich weiß, was in den Herzen der Menschen lauert. Ja, ja, das war nur alles gut. Holy shit, wie viel Damage das hat gemacht. Ja, für mich läuft es gut, für unsere anderen nicht so. Schmerz geht vorüber. Sieg währt ewig. Kurz die Botlane getötet. Kurz abgeholt, damit er nicht so viel hat. Also ein Auflöser tötet, ein Anvisier. Krieg enthüllt was in. Das ist, glaube ich, auch richtig krass. Gegen den Heiberdinger mit der Vasallenauflöser. Du kannst den einfach total outbannen damit. Zögern ist ja lächerlich. Bedeutet Tod. Lasst Furcht. Dass du da rauskommst. Leert sie. Ein Verbündeter wurde.
Ja, okay. Aatrox, richtig hart. Holy shit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, euch wie Helden empfangen, dass ich die so fertig mache. Beziehungsweise es aus. Kriegt's wieder eh nicht. Krieg enthüllt, was in uns. Schmerz geht vorüber. Sieg. Ich sehe schon, wenn da stehen bleibt. Gewalt ist Edegas. Mehr irgendwas machen, Alter. Oh shit. Das ist so lächerlich, ey. Wie viel Damage das einfach zieht. Und stirbt, Alter. Hat denn der mit? Warum hat denn der diese Scheiße mit? Redet doch. Nee, hat er nicht. Na, ich hätte ja bei ihm das hier genommen. Das ist doch viel OP. Okay. Ja. Zögern bedeutet Tod. Uiuiui, ich muss die nachher carryen, ey. Da sehe ich mich ja richtig. Wahre Krieger werden in Blut. Ja. Oh, Alter, was? Okay. Erstmal als First Item Schutz eingebaut. Warum? Warum bleibt er da? Zorn.
kommt mir ja immer helfen. Aber nee. Da mache ich ja nichts. Also sind alle ein bisschen schlecht so. Ich kann doch nicht mal. Ich kann das nicht so. Ich kann das nicht so carry, wie ich es gerne hätte. Also ich mache viel Schaden, aber ich will daraus. Alter. Ich kann ja auch nicht machen, Alter. Ich stopp halt so schnell. Schmerz geht vorüber. Noch Spaß machen, aber es dauert noch. Vielleicht ist es halt wieder ein Problem, das müssen wir jetzt machen.
man die Gegner sind eigentlich schlecht. Die sind nicht gut. So, aber die haben halt, die sind halt alle gefeedet so. Obwohl der Kassel, die denke ich nicht, der steht mit 3, 2, 4 ganz normal. Der einzige, der halt jetzt gefeedet ist, ist halt der Victor. Und der Scheiß. Der ist im Blutrausch. Nichts, holy shit. Lasst Furcht zu Zorn werden. Ich sollte genau spielen. Weil ich bin ersetzt. Ist halt so diese Dorme. War ja nicht so schönes Game. Mal hier zu. Ich Honda da auch kennen, weil eigentlich hab nur ich den Honda verdient. Aber lassen wir mal das. Ja, wie sehen den Schaden? Ja, der ist halt einfach reckt. Ich kann da auch nichts machen, so. Wenn halt meine eigenen Teammates so schlecht spielen. Da machst du halt einfach gar nichts. Da machst du einfach gar nichts. Ist halt so schwierig zu carryen. Vor allen Dingen, wenn halt. Es war nicht einer gut. Das ist halt das Schlimme so. Du kannst halt nicht alleine carryen, wenn dein komplettes Team verkackt. Was ich immer anspreche so. Wenn die Botlane zumindest ja gewonnen hätte und der Midlaner wäre, also. Obwohl, die Botlane hat ja verloren. So, dadurch war der halt der scheiß Lucian mega fett. Und er hat mega viel Damage gemacht. So, das ist nicht das Problem.
So wäre der Weg Mitte krass gewesen, so die Ori. Richtig schön, die hätte. Ja, stimmt. Wir hatten ja in der Mitte eine Syndra. So. Und eine Ori. Eine Ori als Support. Ist die neue Support-Meta. Nee, kapier ich nicht. Und der Kayn war auch mega scheiße. Und der steht 1,64. Ich meine, was willst du da machen? Da stehen halt alle 1, 1,102, 1,105, 1,64 und. Einzige, die ein paar Kills hat, ist die Syndra mit mir zusammen. Die steht 4, 11, 1. So, was willst du da machen? Also, was hast du denn in einem Ranked? So, dann denkst du dir so, ja gut. Warum kann denn mein Team nicht auch mal so eine krassere Botlane haben? Ich denke mal, dass bei mir immer die Botlane noch verlieren wird. Naja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play League of Legends, Top Lane, Aatrox. Bis dahin habt noch einen schönen Tag und tschüss.